Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns in der Handelsgilde an Krokonis Meeresküste. Nein, Quatsch, am Wellenstrandhafen. Krokonis Meeresküste war hier oben. Genau, wir befinden uns hier am Hafen und wollen uns jetzt mal aufmachen hier zur Insel der Zeit. Wir sind soweit fertig auf Luterra wieder. Möchtest du einen Brief verschicken? Ja, einige Aufträge führen uns immer mal quer durch die Welt. Und es ist auf jeden Fall schön, immer mal wieder an altbekannte Plätze zurückzukommen. Was ich aber ein bisschen nervig finde, sind halt die Schiffsfahrten. Das ist doch immer ein bisschen lang andauernd, finde ich. Und vor allen Dingen halt mit dieser Haltbarkeit noch des Schiffes. Das ist dann auch immer ein bisschen ärgerlich. Aber ja, wir haben jetzt das Schiff erstmal wieder repariert. Können also getrost wieder fahren. Und von hier aus haben wir das nicht mehr ganz so weit. Ist natürlich immer noch eine Strecke, aber ja, dann haben wir hier Kalvasus als Freund gewonnen und die Beziehungsquest dann hoffentlich auch abgeschlossen. Wir können mal gucken, was auf der Insel uns sonst noch so erwartet. Meistens haben wir ja immer noch ein paar Aufträge neu dazu bekommen. Tütüt, ne? Wir sagen mal Hallo. Und ja, wir wollten eigentlich noch unsere Kisten und sowas mal ablegen. Vielleicht hier die ein oder anderen Sachen mal verkaufen. Das machen wir das nächste Mal, wenn wir in der Großstadt sind. Hätten wir jetzt auf Burg Luterra vielleicht nochmal machen können, aber ja, habe ich auch nicht dran gedacht. Dann kann dreimal gehandelt werden. Handelbar. Ja, sollten wir eigentlich verkaufen können, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Ja, die beiden Kugeln könnten wir eigentlich auch nochmal irgendwie abgeben. Müssen wir nochmal gucken, wie wir da hinkommen. Ja, und das Aufgaben legen wir auch erstmal weg. Was haben wir denn hier Schönes eigentlich? Schwarzsteinhafen, okay. So, gib Gummi. Ja, Schatteninsel nördlich von Wern. Müsste dann ja hier sein, genau. Da ist es. Nach Arche ziehen müssen wir noch mal nach Stern und mit Administrator Bastian sprechen. Das erwartet uns auch noch mal. So, da sind wir. Mal sehen, was Kalvasus nun sagt. Insel der Zeit. Sammle mit etwas Glück überragende Zutaten zum Kochen. Gut, dass du hier bist. Machen wir uns auf die Suche nach Ragnar. Ich traf ihn in Luterra. Wir kämpften 10 Tage am Stück. Toller Kerl. Hey! Was soll das denn hier? Irgendein Bossgegner hier oder was? Au! Vielleicht ein bisschen aufpassen. Shoot!
tot. Wir sollten aus diesem Nebel hier raus. Okay, wir beleben uns nochmal. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, den jetzt runterzuhauen hier. Ach, guck mal, der kommt eh nochmal. So wie hier machen. Gut, Ermittler. Siehst du diesen Krug dort? Diesen fest verschlossenen und nutzlos aussehenden Krug? Ich komm nicht drum rum. Ach, der hat sich jetzt auch schon wieder regeneriert, wie ärgerlich. Ja, ich möchte hier eigentlich nur die Aufträge erfüllen. Das will ich hier gar nicht. Kannst du es ja einfach mal in Ruhe lassen vielleicht. Gut, dass du hier bist. So, toller Kerl. Vor allen Gegnern hätte er mir fast mein einziges Auge ausgekratzt. Gehen wir, du wirst Ragnar lieben. Ja, der ist dann da hinten irgendwo. Okay, Reittür können wir hier leider auch wieder nicht benutzen. Ja, das würde zu lange dauern, den jetzt solo runterzuhauen, da den Bossgegner. Würde ich mir wünschen, dass hier vielleicht noch ein paar andere Spieler kommen. Dann könnten wir das auf jeden Fall... Können wir auf jeden Fall mitmischen. Oh, Ragnars Leiche, der ist leider tot. Ragnar. Ich fasse es nicht, dass Ragnar so besiegt wurde. Ich dachte eigentlich, er würde mal durch meine Hand sterben. Ich habe das Gefühl, meinen ältesten Freund verloren zu haben. Was sind das für Leichen? Die habe ich noch nie gesehen. Das sind Krieger wohl. Was ist das? Gift? Willst du etwa sagen, dass der mächtige Krieger Ragnar vergiftet wurde? Er starb also ohne die geringste Chance. Das ist ein Verbrechen. Also das Gift, das diese Kerle abbekommen haben. Glaubst du, dass du auch vergiftet wurdest? Teufel, noch eins. Bring mir eine Probe. Ich will sie mir ansehen. Vergiftetes Schwert wird aufgehoben und wir wickeln das ein und übergeben das hier an Kalbasus. Lass mich das hiermit analysieren. Gut. Lass mich das hiermit analysieren. Du brauchst nicht auf mich zu warten. Ich komme schon zurück, wenn ich fertig bin. Also bleib in der Nähe, klar? Wenn ich die Ergebnisse von diesem Mist habe, treffen wir uns. Wir werden den Mörder meines Freundes finden und ihn umlegen. Okay, wir sollen uns jetzt wieder zum Meer begeben. Ich würde aber hier ganz gerne noch diese Quest annehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Bietet sich das ja an. Vielleicht ist da mittlerweile auch ein anderer Spieler schon mal da, der sich hier um den Gegner kümmert. Hier siehst du die Töpfe. Ich weiß auch nicht, womit das hier auf sich hat. Was wir hier machen können. So einen Bereich hatten wir hier bei dem Bossgegner auch schon. Okay, der wurde scheinbar gerade getötet. Ja, schade, da kamen wir jetzt ein bisschen zu spät. Siehst du diesen Krug dort? Diesen fest verschlossenen und nutzlos aussehenden Krug? Ein Angler hat ihn vor ein paar Tagen als Bezahlung für seine Rechnung zurückgelassen. Aber der Deckel sitzt so fest, dass ich ihn nicht öffnen kann, um zu sehen, was in ihm steckt. Selbst wenn er leer ist, kann ich ihn nicht öffnen, um etwas in ihm aufzubewahren. Ich habe gehört, dass ein Krugermittler gerade die Insel besucht. Könntest du ihn den Krug für mich schätzen lassen? Aber natürlich. Eieiei. Falscher Knopf. Dieser Krug wurde aus dem Grund des Sees ausgebuddelt. Er ist versiegelt, sodass er sich nicht öffnen lässt. Er scheint etwas zu enthalten. Wir müssen ihn aufbrechen, um zu sehen, was er enthält. Noch ein Elementar, okay. Ein Elementar hat Gestalt angenommen. Geht es dir gut?
Der Legende nach hat ein sterbender Magier die Monster, die auf der Insel der Zeit ihr Unwesen trieben, in Krügen eingesperrt. Wenn das wahr ist, dann müssten die Monster, die aus solchen Krügen kommen, vor langer Zeit darin versiegelt worden sein. Es heißt auch, dass sie unglaubliche Schätze bei sich tragen. Wenn du noch mehr solche Krüge hast, solltest du sie gleich hier aufbrechen. Ja, mehr haben wir leider nicht. Aber wir wissen jetzt Bescheid, was mit denen ist. Ein Monster ist in diesem Krug versiegelt worden. Ha, hätte ich ihn geöffnet, hätte das meinen Tod bedeuten können. Ich kann nicht glauben, dass mir dieser Idiot einen so gefährlichen Gegenstand als Bezahlung angedreht hat. Wenn er zurückkommt, breche ich ihm die Arme, sodass er nie wieder einen Fisch fangen wird. Ja, mach das. So, Savanag ist wieder da. Au. Ach ja. Immer wenn wir uns gerade für eine Fähigkeit entscheiden, dann kommt schon wieder die nächste von ihm hier an und dann. Ja, ich glaube, das wäre richtig, Leute. Wieder sein Nebel, aus dem sollten wir rausbleiben. Das auch, ist da auch noch hin. Das hatten wir vorhin so ein bisschen verpasst. Achso, der zieht sogar den Nebel hinter sich her. Ist natürlich auch nicht so cool. Ach, das sind diese Dörner hier. Und wir kriegen trotzdem immer noch Schaden, obwohl wir gar nicht drin stehen. Okay. Ich komme gar nicht an ihn ran, um ihm hier irgendwie Schaden zuzufügen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu stark für uns, Leute. Ich sage es so, wie es ist. Tja. Versetzte Auferstehung am Eingang hier der Insel. Da brauchen wir jetzt keinen Phönixflaum für verschwenden. Das schaffen wir eh nicht. Dann reisen wir lieber wieder ab. Haben wir ja sowieso jetzt alles erledigt. So, wir sollen uns auch nur auf das Meer von Gina begeben, damit hier die Quest aktualisiert wird. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, wir können sie abschließen. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Okay. Ja, nach Hion müssen wir auch noch. Ist gar nicht so weit weg hier. Ah, aber von hier aus ist es auch nicht gut zu reisen. Von Ruhende sollten wir vielleicht reisen. Das würde Sinn machen. Ja, wir nutzen jetzt einmal hier unseren Ruhestein. Das Lied der Rückkehr. Auf nach Borgewehren. Und wenn wir schon mal da sind, versuchen wir dann ein paar Sachen mal ins Auktionshaus zu stellen, auf dem Markt zu verscherbeln. Und wenn das jetzt aber nicht klappt, dann zerlegen wir die Dinge einfach. Hab dann auch keine Lust, die ganze Zeit mitzuschleppen und dass sie Platz im Inventar wegnehmen. Vor allen Dingen wird das Ganze dann auch unübersichtlich. Ich habe es dann lieber ein bisschen aufgeräumter. So, müssen wir mal gucken, wo der Markt denn hier ist. Da unten sind die Markthändler. Da wollen wir dann mal hin. Soll ich heute? So, meine Transaktionen hinzufügen. Okay, warum geht das nicht, Leute? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen schlauer seid. Eingeschränktes Handeln für Gegenstandsstufe 340, ja. Aber irgendwo muss man sie doch handeln können. Wo denn sonst, wenn nicht hier? Gut, dann zerlegen wir die Dinger jetzt.
Also wie gesagt, wir müssen die auch nicht mitschleppen. Dann ist das jetzt eben so. Und vom Zerlegen bekommen wir zumindest so ein paar Harmoniefragmente und so. Immerhin. So, Lebensfragment, Truhe. Haben wir die schon irgendwo? Sieht nicht so aus. Ja, wir brauchen mehr Platz. So, die sammeln wir mal da unten. Jetzt haben wir hier eine Kampfgegenstandstruhe. War da schon direkt. So, und natürlich die hier alle. Okay, die gehen schon mal nicht. Ist das hier an Kader gebunden? Was ist denn da der Unterschied? Weiß man nicht. Okay. So, das platzieren wir mal so, dann kann da das Geschenk noch mit rein. So, was haben wir hier noch so? Prächtige Zerstörungssteintruhe. Packen wir auch mal hier mit rein. Üppige Wächtersteintruhe. Passt das da rein? Nö. Aber können wir mal so ein bisschen... So. Ist nicht... So. Die kommen sowieso hier rein. Genau. So, Abschluss unserer Aufgabe. Da haben wir einige schon im Lager. Hier noch mal Spezialmaterial. Muss mal gucken, haben wir die hier schon irgendwo? Nö, sieht nicht so aus. Was ist denn hier? Rohhändel Schiffsaufwertung. Aha, guck mal. Dann packen wir die hier mit rein. So, und hier unten, das bleibt trotzdem alles. Da haben wir irgendwie, ja, so viel mit. Keine Ahnung, legen wir auch erstmal ab. Was mit den Sachen hier? Können wir eigentlich auch mal zerlegen. Brauchen wir nicht aufbewahren. Zerlegt. So, die würde ich gerne irgendwie noch loswerden. Die beiden können wir mal aktivieren. Gut, können wir hier noch irgendwas machen? Also Lager wollten wir aufräumen, Markt haben wir versucht, klappt leider nicht. Hier hinten wäre noch ein Markthändler gewesen, aber ich gehe davon aus, dass es einfach der gleiche ist. Gut, reisen wir mal zum Hafen von Krona und von dort aus können wir dann nach Arte ziehen, einmal rüberreisen und mit Administrator Bastian nochmal sprechen. Geht dann schneller hier mit dem Überseedampfer, fahren wir da einfach. Können wir mal ein bisschen Silber ausgeben, schadet ja auch nicht. Schon entdeckt hier? Ja. Ach. Jetzt habe ich schon wieder das Schiff betreten, obwohl wir ja mit den Überseedampfer fahren wollten. Egal, dann nutzen wir das zum Reparieren kurz und gehen zurück zum Dock. Waren wir wieder ein bisschen voreilig. So, wo ist der? Da ist er. Da, Arthur sehen, 2100. Ich
Ja, die Sachen hier müssen wir auch nochmal verkaufen. Achso, den wollte ich auch nochmal ins Lager legen. Das stellt keine Lebensenergie wieder her, sondern Arbeitsenergie. Ist ein bisschen, ja, ist einfach falsch beschriftet hier, würde ich sagen. Und hier oben, das sind alles unsere Heiltränke, die wir nach und nach dann aufbrauchen werden. Den können wir nochmal trinken, dann ist der Platz auch wieder frei. So, und den hier, weiß nicht, können wir nicht benutzen und nichts. Yay! Ja, langsam aber sicher wird unser Questlog weniger, bis wir dann am Ende in Yorn unten mal landen werden. Dort wird der Queststrang dann nachher weitergeführt. Ja, Leute, ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann machen wir uns auf in die Hauptstadt Stern hier. Sprechen nochmal mit Bastian und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin.